Mensch, ich freue mich schon total auf unseren Backpacking-Trip. Aber mein Rucksack, der ist schon ganz schön schwer. Wenn ich mir vorstelle, damit den ganzen Tag auf dem Rücken rumzulaufen, puh, ich glaube, das wird ziemlich anstrengend. Sag mal, was hast du überhaupt alles eingepackt? Oh ja, mein Rücken tut mir auch schon total weh. Aber ich wollte auch nicht auf zu viel Komfort beim Schlafen verzichten und habe deshalb Schlafsack, Isomatte und Hängematte dabei. Aber du kennst ja mich und meine Schlangenphobie. Ja, das stimmt. Naja, gut, bei so einer langen Reise ist es schon angenehm, wenn man mal auf dem Boden und mal in der Luft schlafen kann. Aber mit den drei Einzelteilen schon recht unpraktisch. Im 21. Jahrhundert sollte es doch dafür eigentlich eine Lösung geben, um das Reisen der Natur zu vereinfachen. Genau, und die Lösung haben wir entwickelt. Wir haben nämlich genau das Problem gesehen und haben versucht, dafür eine innovative Lösung zu finden. Doch wer sind wir überhaupt? Wir sind Studenten der Hochschule Heilbronn, studieren Tourismusmanagement, waren also auch schon auf Reisen auf der Welt in verschiedenen Ländern und haben eben genau dieses Problem auch gehabt und wollten eine Problemlösung dafür finden. Unser Produkt haben wir Dormaka genannt. Sicher geht in vielen Ihrer Köpfe jetzt umher, Dormaka. Was bedeutet das? Dormaka ist eine Kombination aus zwei Wörtern, zwei italienischen Wörtern. Zum einen dormire, was schlafen bedeutet, und amaka, was auch italienisch ist, und Hängematte bedeutet. Zusammen Dormaka. Jetzt wissen Sie zwar, was Dormaka bedeutet, aber Sie wissen immer noch nicht, was dahinter steckt. Wir haben ein innovatives 3-in-1-Produkt entwickelt. Wir haben eine Hängematte mit einem integrierten Schlafsack, was über ein Einschubfach besitzt, wo man eine aufblasbare Isomatte reinschieben kann. Das ermöglicht dann, dass man bequem und stabil schlafen kann. Wir haben drei verschiedene Liegemöglichkeiten der Dormaka. Einmal die Hängematte alleine zum Abhängen in der Luft, dann mit Isomatte als Verstärkung zum Schlafen in der Luft und natürlich ganz klassisch die Isomatte mit dem Schlafsack auf dem Boden. Zusätzlich haben wir drei weitere Produkte entwickelt. Ein Moskitonetz, ein Regen- bzw. Sonnenschutz und ein weiteres Futter, was man in den Schlafsack integrieren kann, damit man gegen verschiedene Wetterlagen optimal gerüstet ist. Jetzt denken Sie vielleicht, was für eine abgefahrene Idee. Aber unser Produkt hat Potenzial, denn die Outdoor-Branche ist eine Wachstumsbranche. Wie auch der CEO von dem Outdoor-Artikelhersteller Wowde schon betont hat, braucht eben diese Branche Innovation. Und dafür haben wir uns eine Idee aus den Socken gestiefelt. Kompakt, individuell, sensationell. Dormaka macht die Welt zu deinem Zuhause.